seid gegrüßt, liebe Freizeitpark-Kimmers-Fans. Jetzt willkommen hier beim neuen Crazy Vlog und bei Teil 8 der Scanitour 2023. Wir stehen hier in Tierp, wie auch immer. Wir sind mit dem Zug aus Stockholm hergefahren. Da ist der liebe Marius, da ist der liebe Julian. Nico kämmt sich ein, auch gut. Und wir warten hier auf den Zug nach Furuviksparken oder auch Furuvik und freuen uns sehr auf diesen Park. Kleiner Park, drei Counts, Tiere Force, dann mein Lieblingsachterbahnhersteller, Einweg Homa Boomerang mit dem Standard-Layout Energylandia, erster Boomerang. Und vor allem dann kommt das Highlight, Lightning, ein Vekoma Family Launch Coaster. Zwei Bahnen gibt es von diesem Typ, beide haben dieses Jahr eröffnet, eine in Dollywood, eine hier in Schweden. Ich freue mich sehr auf die Bahn, weil Vekoma aktuell einfach das halten, was es verspricht. Die Fliege ist ins Auge geflogen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. Wir kommen auch wieder kostenlos in den Park rein, da freue ich mich sehr drauf. Und damit geht es in den vorletzten Tag des Scanitour 2023 und in Furuvik. Viel Spaß beim Vlog, jetzt geht's ab zum Park. Wir sind gleich da, bis dann. So, wir sind in Furuvik angekommen. Erster Eindruck, sehr schön gepflegt, viel Pflanzung. Mega schöner Parkeingang aus Holz. Bisschen wird mit dem Ticket, aber wir sind reingekommen, kostenlos, wie gesagt. Ja, und wir gehen jetzt in den Park und mal schauen, was wir jetzt machen. Also es gibt jetzt nicht so viel, es gibt ein paar Flatrides und wie gesagt die drei großen Achterbahnen, die ich vorhin schon angekündigt habe. Das heißt, wir haben aber auch nur 4 Stunden Zeit, weil dann unser Zug nach Göteborg weitergeht. Aber wir schauen, dass wir jetzt mal die Sachen schaffen, vor allem, dass wir Lightning schaffen, das ist das Wichtigste hier. Ja, und dann melden wir uns danach wieder. Also bis dann. Und das dürfen die auch gemacht werden nach meinem aktuellen Stand. Dementsprechend kann ich euch auch damit versorgen. Also, ciao, ciao. Alter, ist die Sand. Ja. Oh, Vekoma.
der Laut war witzig. Der war witzig. Oh, Wekoma! Oh ja, geiler Wind! Alter, das ist so schön. Tolle Familie auf der Bahn. Ja, richtig toll. Jetzt nochmal zweite Runde. Langsam. Ne, ich finde die gut. Die ist halt so geisteskrank sanft. Ja. So, wir waren jetzt auf Lightning, der neue Vekoma Family Launch Coaster. Ja, würde ich dazu eigentlich gerne zwei Sachen sagen. Erstens, Schienenprofil schaut mega geil aus. Hat keine LSM, sondern eine Lim Launch. Richtig, richtig tolle Fahrt. Sehr, sehr sanft. Beschleunigung für eine Familienachterbahn perfekt. Wird gerade am Ende nochmal intensiver. Der Launch ist nicht so konstant wie bei einem LSM. Der ist so wum, 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 wum. Ich denke ähnlich wie beim Reitboard Launch, bin ich aber noch kein gefahren. Ansonsten macht die Bahn richtig, richtig Bock. Fährt zwei Runden, der zweite Launch nochmal intensiver. Ist jetzt keine große Umschwinge oder so dabei, aber macht einfach Bock zwischendrin. Schaut, ich glaube, wenn so eine Bahn da noch krass thematisiert ist, wie es wahrscheinlich in Dollywood der Fall sein wird, dann ist es einfach eine Top-Top-Bahn. Und dann hat Vekoma wieder ein neues Produkt geliefert, was halt wieder der ganzen Konkurrenz halt einfach Konkurrenz macht. Und finde ich wirklich, wirklich top. Also tolle Bahn, mega geil. Ganz ehrlich, was will man mehr? Einfach nur eine geile Achterbahn. Wirklich top und Props an Vekoma wieder mal. Perfekt für die Familie. Einfach geil. So, people, ein neuer Vekoma Boomerang. Ich liebe Vekoma mittlerweile. Und so ein schönes kleines Frontcar. Ja! Der drückt ja mehr Schaltung. Ja, die drücken immer. Und vor allem jetzt. Ich hoffe, der sieht angenehm aus. Der fällt sich nicht kaputt. Geil. So, wir waren jetzt in Fireball. Schade, hatte nicht gehört. Fireball, Vekoma Junior Boomerang, Standard Layout, wie auch in Gilandia der erste Boomerang ist. Ich liebe die Bahn. Toll. Ich sag's immer wieder, jeder Park, stellt euch so eine Bahn im Park, wenn ihr noch eine Bahn braucht. Ist ein Standard Layout, kostet nicht so viel. Und ist für Familien super, für alle Besucher, für Kinder. Man kann die Bahn, wenn man will, so schön gestalten. Ganz ehrlich, macht es einfach, Leute. Gar kein Stress. Also wirklich so schön. Der Park schaut ein bisschen runtergekommen hier teilweise aus. Es hat so richtig alles einfach aneinander gestellt, so ein bisschen Kimmes oder halt, wie sagt man, Pier-mäßig. Ja, und dann haben wir hier noch unseren Zierer-Coaster, den wir jetzt noch abzuhaken haben, der super langweilig ausschaut. Eine Helix und zwei Hügel, Draken, Zierer Force One. Fahren wir jetzt, dann haben wir Full Count in 30 Minuten und dann machen wir wieder Rundungsfahrten filmen. Und gehen noch da hinten rein, das ist ein Dark Ride, ein Shooting Dark Ride, eine Geisterbahn. Yes! Hey! Zierer. Ach. Die waren jetzt doch bestimmt zwei, dreimal rum, oder? Schauen wir mal, das sehen wir ja gleich. Wir waren jetzt auf Draken, Tierra Force One, einer der sanftesten Tierra Force, die ich kenne, aber auch einer der langweiligsten. Ich bin, glaube ich, noch kein Layout der Art gefahren, einfach nur Helix, hopp hopp, Station zwei Runden. Mein Gott, für den Count haben wir es gemacht, mehr aber auch nicht. Übrigens, da hinten steht noch ein Skater, wie heißt Topscan, von Mondial, genau, ich bin, ich vergesse alles gerade. Den fahren wir später auch noch und jetzt gehen wir ins Geisterbahn rein. Ja, machen wir. Können wir machen, aber ich glaube,
der meinte, wir sollen dann zurückkommen. Ja, okay. Also wir können ja auch schnell fahren, mir ist es egal. Okay, dann fahren wir, wie heißt das, irgendwas Schlosset? Keine Ahnung. Bis gleich. Ich hab gedacht, der ist noch langsamer. Ah! Der Skater hat auch einen Knall. Der Skater kannst du eigentlich nicht fahren. Könnte schlimmer sein. Das war lustig. Wir waren jetzt auf Extreme Mondial Topscan. Deutlich entspannter Skater, aber hat echt Spaß gemacht. Relativ kurze Fahrt, einigermaßen rasant, aber wie gesagt, kein Vergleich zu Skater. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ja, die letzte Sache, die wir noch machen wollen, ist davon der Dark Ride, Shooting Dark Ride in dem Geisterschloss. Den machen wir jetzt und da freuen wir uns sehr drauf, denn wir sind ja Dark Ride Fans. Und genau, mal schauen, ob ich filmen darf. Wenn ich filme, bringe ich den Unride mit, wenn nicht, dann nicht. Ich habe übrigens absichtlich nicht getroffen, nicht wundern. Gar nicht so schlecht. Ja, ja. Komm hier, Bruder. Verschärft. So, wir waren jetzt hier im Geisterschloss, wie auch immer das heißt. Mega schöner Schwarzig Dark Ride, Shooting Dark Ride. Hat zwischendrin dann auch noch so relativ gute Animatronics. Gerade am Ende, die eine fand ich richtig gut. Bei dir kam einmal so eine von der Seite. Die fand ich auch stark. Ich habe halt irgendwie. Ja, das stimmt. Und ich habe halt nicht erwartet, dass jetzt irgendwas kommt. Ich dachte, dass die ganze Zeit nur so stille Sachen, wo man drauf schießt. Und dann kamen halt relativ viele Figuren. Auch die Q-Line war ich richtig überrascht, vor allem, dass es halt in dem Park steht. Ich habe nicht gedacht, dass da irgendwie sowas kommt. Und dann kam das halt alles, also würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, das nicht liegen zu lassen. Schaut von außen schön aus, ist von innen mega schön, fährt auch relativ lang, also Standardlänge hat einfach, fand ich toll. Mach ich gerne nochmal. Tolle Dark Ride hier in Fugelweg. Und damit werden wir mit dem Major Rides komplett durch und machen Wiederholungsfahrten, filmen und ein bisschen chillen. Genau, ich melde mich danach wieder bei euch. Bis dann. Nochmal auf Lightning, letzte Reihe. Nochmal besser, die Bahn dort. Und jetzt sind wir hier natürlich im Fugelweg, auf der Zooseite noch. Und schaut euch mal an, wo wir hier sind. Ein Fjord. Und da. Wow. Wow, wow, wow. So wie man sich Skandinavien vorstellt. Wunderschön. Ich genieße es hier nochmal. Wir genießen hier noch eine Stunde oder so. Gehen dann noch was essen im Fugelweg und dann geht unser Zug zum Bahnhof Stockholm zurück und dann rüber nach Göteborg. Also Leute, wir genießen hier noch unsere paar Stunden, die wir in dem Park haben, und mein Fazit kommt dann später. Bis dann. Guten Tag. Thank you. Thank you. Okay, we do it.
Der war cool drauf. Cool drauf, hab ich nicht verstanden. Oder wenn man attackiert von so einem Ding, kann man nicht fliehen. Da kommt die Schrotflinte. Das ist so cool. Er packt der Spucke nicht. Kein Lama. Ah. Oh Mann! Ich spüre nur überall, wie es gerade irgendwie. Echt? Ich nicht. Hallo! Du läufst doch hinterher! Wir stecken in dem. Hier in der Station. Ach, so schön. Jetzt doch mal Deutsch sprechen. Und so wie der gestern. Und so wie der gestern. Jetzt kommt noch ein Dark Ride. Ansonsten, dass der Park ja alles noch zu bieten hat. Tiger, what the fuck? Ich guck dir noch mit. Oh, mir ist ein riesen Viech ans Ohr geflogen gerade. Kann man dir auch sparen, oder? Schaut halt gut aus. Zweidimensionales Bild, aber besser. Ja. Das Licht könnte gerne mal ein bisschen anders machen. Ja. Und auf einmal war dann Dark Rides mit dem Octopus. Wir waren jetzt hier auf diesem komischen Rafting. Keine Ahnung, wie wir hier reingekommen sind. War so ein Rafting Dark Ride. So ein Mini-Mini-Rafting, also wirklich so ganz, ganz kleine Bild, wo man 2 Grad zu Platz hat und dann überhaupt nicht hoch sitzt. Pass da auf. Und bin gerade richtig überrascht, weil ich irgendwie gedacht hätte so, die verarschen mich, da ist ja kein Rafting in dem Park. Und dann war doch einmal ein Rafting mit so Booten und dann sind wir da durch ein Alpaka-Gehege durchgefahren. Und dann am Ende fahren wir in so eine Höhle rein und dann ist da einfach in dieser Höhle auch noch so ein riesiger Oktopus drin, der zwar 2D war, aber mega gut ausgeschaut hat. Und so eine Art Show eigentlich fast schon und Nebel und alles. Und das ist hier einfach irgendwo ganz hinten im Zoo vom Park drinnen. Das ist genauso weit hinten wie dieser Dark Ride in Flamingoland, den wir auch nicht gemacht haben. Nee. Und ihn übersehen haben. Ja, das stimmt. Genauso ist diese Bahn hier auch. Und die Bahn ist aber wahrscheinlich besser. Das glaube ich auch. Also das ist schon echt schön. Vor allem rechnet man damit nicht. Dass, ja. Dass nachdem so am Anfang das, was man gefahren ist, berechnet man nicht, dass es noch kommt. Also dementsprechend haben wir doch noch eine Attraktion mehr hier. Finde ich sehr cool. Freut mich sehr. Und ja, wir rennen hier noch ein bisschen durch den Zoo und dann geht's Richtung Zug. So Kinder, wir haben jetzt gerade den Park verlassen. Kleines Fazit zu Furuvik. Neuer Coaster, sehr geile Bahn, passt super in den Park rein. Klasse Dark Ride. Boomerang Coaster macht auch richtig Bock, kennt ihr ja standardiert, aber macht immer Bock. Dann hat die kleine Kinderachterbahn, ein paar sonst nette Rides, der Skater ist natürlich eine coole Sache. Jetzt der riesen Zoo. Wir waren auf so einer hinteren Insel, aber diese Insel ist so eine Art Festung, so eine Angriffsfestung am Meer vorher. Ja, eine Verteidigungsrichtung. Ja, genau. War es ja nicht, war jetzt wirklich zum Verteidigen. Ja, eben meine ich ja, genau. Und ein großer Zoo, wie gesagt, wir waren noch in diesem komischen Rafting da drin. Mega schöner Park. Dieser Tivoli-Bereich, der ist leider ein bisschen haargroß, Betonfläche ist nicht ganz so schön. Aber ansonsten auch gerade der Zoo ist hier wieder sehr nett. Vor allem mit den neuen Vekuma Coastern, ja, Grund hierher zu kommen. Und jetzt fahren wir mit dem Zug zurück nach Stockholm, nehmen den Zug von Stockholm nach Göteborg. Denn morgen geht's in Liseberg und wir sind im neuen Hotel Gran Curiosa. Ich werde euch dann im Hotel mitnehmen und euch das Hotel zeigen, wahrscheinlich sogar in einem separaten Vlog, was ihr da so sehen und erleben könnt. Vielleicht auch nicht, vielleicht zeige ich es euch noch ganz kurz in dem Vlog. Muss mir noch überlegen, wie es dann wird, aber das sehen wir dann. Also bis dann. So, wie angekündigt sind wir jetzt am Bahnhof und es geht nach Göteborg. Viel Spaß. Hallo Marius, bist du gespannt? Freust du dich? Freust du dich auf die Zugfahrt? Ja. Ja. 3,5 Stunden, ne? Kann ein paar Sachen klären, vielleicht ein paar Daten löschen, Sachen angucken. Vorne ist auf jeden Fall ein Haltesignal da vorne, aber wir kommen jeden Fall rein, wir haben ja reserviert. So, mal wieder Leute, wir sitzen hier im Zug nach Göteborg jetzt. Alter, das ist ganz kurz, so schaut ein Zug aus hier in Schweden. Ich habe so viel Platz. Ich habe hier so einen schönen Tisch.
Ihr seht, wie viel Platz das ist. Wir haben hier zwei Steckdosen. Nee, schau euch das mal an. Das ist so. Hier mein Licht zum Lesen. Ich kann diesen Stuhl nach vorne fahren. Ich kann nochmal hier, wenn man das massiert hier. Wahnsinn. Schau euch diesen Aufzug an, Kinders. Marius! Ja, hallo! Oh, wieder so eine weiße, geile Karte. Ich hätte fast die vom letzten Mal mitnehmen können. Ja, danke. Wäre dann noch nicht weg. Oh Gott. Den Koffer mitnehmen, irgendwer. Haben wir Tagpick? Ich glaube nicht. Ja, doch haben wir das. Aber. Nein, haben wir nicht. Doch, haben wir schon. Doch, haben wir, so halb. Oh mein Gott! Entschuldigung. Entschuldigung. Wow. Wir haben Wagen. Groß aus. So, Leute, wir sind gerade angekommen im Hotel. Ich habe euch ihr das Zimmer gerade schon gezeigt. Hier seht ihr den Park. Ja, mega geile View. Ich bin richtig happy. Mega schön. Freue ich mich richtig. Wir werden morgen im Park sein. Der Park hat bis 22 Uhr offen, wie auch heute schon. Da könnt ihr schon Valkyria sehen. Der Dive Coaster da hinten ist Balder. Mein dritter Intermin Holzachterbahn. Mir fehlt ja nur noch El Toro in Amerika, in Six Flags. Da hinten die S&S-Schaukel. Da hinten auch Helix, Liesebeck Bananen. Und der neue Vekoma Junior Boomerang Luna. Oh, diesen Skyfly will ich eigentlich auch fahren, nicht Skyroller. Ich will gar nicht spinnen, ich will die Aussicht einfach genießen. Aber ich will den Spinnen fahren, Alter, wie geil. Mega schön, das Hotel ist auch toll, das Zimmer habt ihr ja gesehen. Wir werden jetzt das Hotel erkunden, ich nehme euch ein bisschen mit und zeige euch ein bisschen das Hotel, was ihr hier sehen könnt, was ihr hier machen könnt, damit ihr so ein kleines Gefühl darüber kriegt. Ja, genau, würde mich freuen, euch das mal zeigen zu dürfen. Aber auch hier im Zimmer, wie gesagt, wenn ihr mal guckt, hier das Bett. Es ist mega schön gemacht mit diesem, die Kissen hier, die Lampen. Ja gut, klassischer Fernseher, was haben wir da überhaupt? Philips, Lampe hier. Zimmer ist relativ groß, Zimmer sind für 4 Leute gemacht, das ist ein Standardzimmer. Hier finde ich das auch total süß gemacht mit diesen, was auch immer das ist, Hase. Hier diese Haken, was haben wir da? Da sind Infos. Genau, und hier sind quasi die anderen zwei Betten, also das ist ja auch klassisch. Man kann, glaube ich, ich bin nicht sicher, aber es schaut ganz so aus, als ob man dann noch ein Bett rausziehen könnte, theoretisch. Für eine, ja, lass mal gut sein, aber ja. Also es ist theoretisch noch für eine 5. Person ein Bett da. Ansonsten immer hier ein Bett unten, hier auch so eine geile Tapete von so, was ist denn das? Grand Curio, das ist so eine Art, ja, Kuriositäten-Show aus dem 20. Jahrhundert. Hier ist schon eigentlich auch ganz cool aus, hier um das Bett, hier Steckdosen, da sind Steckdosen, Ablagen. Mega, mega schön. Dann wollte ich noch kurz ins Bad gehen, das wollte ich auch noch kurz genauer zeigen. Weil das auch relativ cool ist. Und zwar, hier sehen wir einmal, also ich finde das Waschbecken total cool. Richtig breit mit zwei Hähnen. Hier Handwash, dann sind hier auch Conditioner, Shampoo, Bodywash dabei, Handtücher. Toilette, wie immer, und ich finde diese Fliesen auch ganz cool, die haben hier irgendwie so Flecken, das ist halt so gestaltet. Dusche habe ich noch nicht getestet, ist halt eine Regendusche, aber eine, die nicht in der Decke eingebaut ist, ja, stufenlos am Boden, finde ich immer gut und wichtig, aber ansonsten, wie gesagt, sehr, sehr schön. Hier ist so eine Art Schrank, wo man halt seine Sachen aufhängen kann. Hier ist ein Wecker. Ist das ein Wecker, oder was soll das sein? Das da. Das ist kein Wecker. Das ist Sanduhr. Ich würde es mal lassen, ich weiß nicht, was es ist. Spielkinder. Ah, Strom vielleicht. So lange hast du Strom. Ja, genau. Sein, ja. Und da geht der Strom aus. Ja, ja, kann sein. Ich meine, das ist ja direkt hier dran. Ja. Das ist eine Art Kindersicherung. So. Genau. Und hier nochmal, man sieht hier oben, ist eine Rooftop-Bar. Gehen wir mal schauen, ob wir da hingehen können. Und ja, dann melde ich mich gleich wieder für euch. Aber wie ihr seht, ein schönes Zimmer. Mega cool. Gefällt mir sehr gut. Tolles Hotel bis jetzt. Guck mal, diese einzelnen Licht. Hier auch noch. Ja, das ist ja geil. Das ist auch noch Licht, was dimmbar ist. Ja, genau. Vier Fehlstufen. Wie es gehört.
Das ist dunkles, ja. Hier auch nochmal so eine Asia-Karte. Schöne Vögel, die Bilder schon auch gut aus. Hier auch die Verarbeitung oben, dieser Übergang, mega. Vorhänge sind auch cool. Wenn man zumacht, hat man quasi so eine Kulisse mit so einem Fenster. Aber halt diese Aussicht auf den Park ist halt geil. Nur gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns aus dem Rest des Hotels. Bis dann. Was wollt ihr denn jetzt auch machen? Ich glaube, die wollen sich da hinsetzen und was essen. Und wollen vielleicht irgendwas trinken, weil wir ja oben. So Leute, jetzt habt ihr das Hotel gesehen. Ich würde den Vlog jetzt beenden. Wir schauen noch ein bisschen Göteborg an. Das packe ich aber nicht in den Vlog rein, weil wir wirklich kaum was anschauen werden. Und das lohnt sich einfach nicht, einen extra Vlog zu packen. Wir werden wahrscheinlich hier die Stadt laufen. Hier seht ihr das. Auch relativ schöne Stadt. Wir laufen vor ein bisschen durch das Opernhaus und so am Hafen lang. Aber mehr machen wir auf jeden Fall nicht. Heißt, das Ganze könnt ihr dann... gibt keinen extra Vlog oder so. Und ich übergebe euch jetzt an den letzten Vlog. Und zwar an den Vlog vom Liseberg Freizeitpark natürlich. Wir freuen uns sehr und das könnt ihr dann im nächsten Vlog sehen. Also schaltet ein, wenn ihr Bock habt auf Liseberg und Bock habt auf Helix. Seid gegrüßt, liebe Freizeitpark und Kirmesfreunde.